Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 1.7.2021. Und unser DAX hat uns schon mal einen Vorgeschmack gegeben, wie vielleicht der restliche Sommer aussehen könnte. Ein Vorgeschmack auf jeden Fall, was er von unserer bullischen Einschätzung gestern hielt oder von meiner bullischen Einschätzung von gestern hielt. Also ich habe es gehört, Schande über mein Haupt. Mir wurde gesagt, ich wäre zu bullig gewesen. Mir ist es wichtig, euch immer eine eigene Note mitzugeben. Ja, wir können zum einen natürlich trockenen Chart machen. Ich kann natürlich auch, wenn mich immer wieder die Leute dann angreifen und beleidigen, wenn es dann doch in die andere Richtung geht, natürlich auch einen Kopf runternehmen und sagen, ja, habt da keine Lust mehr drauf, mich mit den Leuten auseinanderzusetzen oder will nicht mehr Haue kriegen. Also sage ich einfach nicht mehr, was ich glaube. Und wir machen nur noch, guck mal, da ist eine Linie und da ist eine Linie und da ist jetzt ein Retracement und macht was draus. Ich glaube, wir machen so weiter wie bisher. Man sieht es auch im rückwärtigen Chartverlauf, dass der DAX nicht immer unsere Pfeile mittig abbricht und komplett wegdreht. Also auch wenn ich an die letzten Wochen denke, hat schon ziemlich viel geklappt von dem, was ich genau haben wollte und auch von dem, was wir gesagt haben. Na, also wenn auch jetzt gestern unbedingt eher Short favorisiert war, also vorgestern, gestern nun long, sind nun halt mal zwei Tage, die nicht geklappt haben. Wenn ich im Monat nur an zwei Tagen so viel Gegenwind kriege, wie ich das gestern gekriegt habe, glaube ich, dass ich zumindest trotzdem eine gute Arbeit gemacht habe und behalte das auch erstmal bei. Ich kann das ein bisschen einsortieren, dass der ein oder andere natürlich in dem Moment böse ist, wo hier die Hoffnung groß war auf der Oberseite und die war bei sehr, sehr vielen groß. Der ein oder andere hat es sich leicht gemacht, der hat früher mal aufs Euwax-Sentiment geguckt und gesehen, dass die alle long wollten. Das war so brutal bullig. Ich glaube, das war nicht einmal bis 12 Uhr überhaupt nur im Minus gewesen, das Euwax-Sentiment. Also das Euwax-Sentiment bildet, zeigt an, was an der Börse Stuttgart für Positionen von Privatanlegern gehandelt werden, ja, ob die Long oder Short gehen. Und das gewichtet es und setzt das ins Verhältnis und dann sieht man halt, wie viele Leute sind gerade Long. Und das waren unheimlich viele Long. Ja, so. Was hat unser DAX gemacht? Was haben wir eigentlich gestern gesagt? Wir haben gestern gesagt, es hat einen Bearish Angle Fang, das ist ein bisschen gefährlich, wenn er denn nach unten anspielt. Ne? Wir haben aber gesagt, er ist erstmal schön auf das Rücklauflevel, auf die 670. Die ist wichtig, haben wir gesagt, von oben. Da hat er sich erstmal hochgedreht, haben gesagt, wenn er da jetzt anschiebt, aufwärts gebringt, stabil bleibt, sich oben rausdrückt, dann ist das ein Grund für mich, Short-Position zu reduzieren. Es ist für mich ein Grund, positiv den Chart zu sehen. Es ist für mich ein Grund, 780 zu sehen, 49 zu sehen, 900. Aber wir haben eben auch ganz klar darüber gesprochen, was sollte nicht passieren. Was müsste passieren? Oder andersrum, wir haben ganz konkret eben gesagt, dass das dann ein Fehlausbruch wäre, wenn er eben nicht bei 6,70 hochdreht. Wenn er eben nicht bei 6,35, bis zu der ich noch so Puffer eingeräumt hätte, hochdreht, sondern wenn er da gerade runterdrückt, dann wird er nämlich an die 5,50 und an die 4,60 gehen. Dann wird er sich hier kurz ein neues Tief gönnen, einmal drunter stechen und zurück an die 600 laufen. Das war die andere Variante, die ich erzählt habe. Auch wenn ich gesagt habe, dass ich oben favorisiere. Wir haben ganz deutlich, unverkennbar darüber gesprochen, was passiert, wenn er das nicht liefert. So, und die Aufgabe eines jeden, und das nochmal möchte ich einfach betonen, weil ich manchmal den Eindruck habe, es gibt wirklich Leute, die gucken die Analyse und gehen dann direkt long oder short, je nachdem, was ich nach überzeugender anhörte. Das ist nicht der Grund, warum ich mit euch hinsetze, 10 Minuten lang durchkaue, wo sind wichtige Punkte, was kann passieren. Denn ich weiß nicht, was passiert. Na klar gucke ich wie ein Mochi-Kiebchen, wenn ich sehe, dass der nach unten losballert und ich habe dir allen erzählt, das sieht doch gut aus und der kann nach oben raus. Aber das sehe ich in der ersten Minute. Ja, ich weiß gar nicht, also wir haben auf jeden Fall um 10 gesagt, hey, Vorsicht, der hat jetzt unter der 670 geschlossen mit der H2-Kerze. Haben wir direkt im Chat geschrieben, die H2-Kerze hat drunter geschlossen. Und dann muss es wirklich bei den Leuten Klick machen. Dann muss es Klick machen, weil das ist genau das, was wir beschrieben haben in der Analyse. Schließt er hier drunter, können 550 und 460 erreicht werden. Und selbst wenn ich mich nicht gedanklich gedreht kriege, als Trader dann noch einen Short zu platzieren, sollte ich zumindest die Eier in der Hose haben und meine Long-Position in dem Moment absichern und kurz rausnehmen. Ja, das ist einfach wichtig, das ist die Verantwortung aber jedes selbst. Und da muss man einfach so ein bisschen gucken, okay, womit fahre ich besser? Fahre ich besser, einfach immer die Scheiße auszusitzen, ins Minus und so weiter und so fort und dann irgendjemanden anzupöbeln, der vielleicht gesagt hat, dass es steigt? Hilft mir das künftig weiter? Ändert sich dadurch irgendwas im nächsten Monatsverlauf, im nächsten Jahresverlauf bei meinem eigenen Trading?
Oder sollte ich vielleicht nicht versuchen, was anders zu machen? Und was anders zu machen, ist halt einfach dieses Trennen von Verlustpositionen. Ja, und ich merke das immer, da wo die Aggressionen hoch sind, da wo die Leute auch ein bisschen, naja, ich sag mal, respektloser werden, das sind immer hohe Verluste im Spiel. Immer. Es beleidigt mich niemand, wenn er 1 € verloren hat. Es beleidigt mich auch niemand, wenn er 10 € Gewinn gemacht hat. Ja, aber wenn die Leute ohne Stop-Loss drin sind, dann kriegen wir mal volle Breitseite. Und hier habe ich voll die Bratpfanne übergekriegt jetzt. Vielleicht auch zu Recht. Ich habe klar gesagt, dass er positiv ist, aber ich sage das auch so, wie es ist. Es war für mich auch so. Und ich würde das auch im nächsten Mal wieder so machen, weil wenn ich es 10-mal erzähle, 8-mal von 10-mal, klappt das dann auch wirklich so halt. Ne? Das hat sich jetzt hier ein bisschen gehäuft, das hat die Emotion ein bisschen rüberkochen lassen, dass es einen Tag so war und den anderen so. Aber ihr könnt gerne bei mir im Frust abladen. Ich kann das mittlerweile vollkommen ab. Das geht komplett. Also ich habe dickes Fell gekriegt. Ne? Das bringt einfach die Zeit mit sich. Und das passiert zum Glück nicht so oft, weil wir die Arbeit, die wir machen, schon recht gut machen. Das sind 1, 2 Videos im Monat, wo ich mal ein bisschen mehr Gegenwehr kriege. Bei den anderen ist es halt nicht so. Und das zeugt ja irgendwo davon, dass wir auch gute Arbeit machen und dass das auch oft klappt, dass die Charttechnik auch oft klappt. Und immer wieder erstaunlich präzise auch. Wer ehrlich ist, dann haben wir gestern gesagt, wenn die 670 fällt, dann geht er auf 550 und 460. Und wo ist das Tagestief entstanden? Auf den Punkt genau. Das ist doch kein Zufall. Na? Das ist ja kein Zufall. Das Einzige, was man machen muss, ist halt wirklich gucken, was von dem, was der Martin erzählt, passiert denn wirklich. Und der Martin erzählt viel. Der nimmt sich nämlich 10 Minuten mit euch die Zeit, um zu sprechen. Es ist Donnerstag. Da macht der DAX gerne das, 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 das. Wir haben das Muster im Chart. Da macht der DAX gerne das, das, das und das. So, damit haben wir so ein Konglomerat an Möglichkeiten, die kommen können. Der eine oder andere sagt dann immer, ja, das ist eine scheiß Analyse. Du sagst ja nicht, ob es steigt oder fällt. Na, aber darum ging es nie. Darum soll es auch nie gehen. Sondern es soll darum gehen, euch vorzubereiten. Bestmöglich vorzubereiten auf alles, was passieren kann. Und das eine Variante davon war zum Beispiel, und da haben wir ganz klipp und klar drüber gesprochen, geht er hier durch, dann geht er auf 540, 550 und 460. Kann sich jeder nochmal das Video anhören. Und das, eure Aufgabe ist es dann nur noch, oder die Aufgabe eines Traders ist es dann, wenn ich so eine Analyse gucke, dann auch nur noch zu gucken, was passiert denn gerade, was macht denn der Markt? Bringt er denn das Aufwärtsgap, von dem der Martin gezeigt hat? Bringt der harte grüne Kerzen? Drückt er sich von der 700 nach oben? Dreht er sich bei 635 denn hoch, die Puffermarke war? Oder geht er gerade durch? Und wenn ich sehe, der macht nichts, was nach oben kommt, keine grünen Kerzen, gar keine grünen Kerzen, dann hat dann Long nichts zu suchen. Und das muss, das wirklich, nehmt das mit. Das muss rein. Weil das unterscheidet euch von den 90%, die nur verlieren. Da liegt es nicht daran, welche Analyse die gucken. Da geht es nur darum, wie gehen die mit solchen Tagen um? Die einfach mal voll die Leute überrumpeln. Wie gehen Leute mit so einer Tage um? Die alle verlieren, hauen mehr Risiko rein. Die nehmen Stop-Loss raus, setzen Verluste aus. Das sind die, die immer Geld verlieren werden. Und es gibt die, die sehen, okay, scheiße, der Markt ist schwach. Ich reduziere meine Long-Position. Ich handle vielleicht gar nicht, gucke es mir erstmal an, das kommt jetzt überraschend, weiß nicht, was ich machen soll. Oder die sagen, hey, pass mal auf, das ist aber jetzt Überraschungsmomentum, Sentiment ist volle Pulle Long, ich probiere mal einen Short. Das sind die, die Potenzial haben, zu denen zu werden, die eben sich die Kohle holen, die die anderen 90% beim Traden verlieren. Ja, so, und da muss jeder für sich selber den Weg finden, oder nee, man muss nicht selber den Weg finden, sondern muss sich die Entscheidung treffen, auf welcher Seite man stehen will. Und dann muss man in den sauren Apfel beißen und auch mal eine Verlustposition. Haben wir gestern erst drüber gesprochen. Für die andere Seite natürlich. Dass ich persönlich in dem Moment, wenn der weiter steigt hier, wenn der sich hier hochdreht, meine Short-Position reduzieren würde, ausdünnen würde, rausnehmen würde. Wenn der hier weiter hochdrückt, weil ich erst wieder sehen will, dass er richtig nach unten drückt, bestätigt, rote Kerzen liefert. Und das hat er getan. Ja. Also, in dem Sinne, das einfach nur noch mal so ein bisschen als Mindset, na, um euch da einfach ein bisschen zu helfen. Nicht um mich als Tollsten darzustellen, weil darum geht es doch gar nicht. Darum geht es ja gar nicht. Ihr sollt, ist vollkommen egal, was hier passiert. Wichtig ist, was passiert bei euch auf dem Depot. Und da kriege ich immer mit, wenn es nicht gut läuft. Ja, wenn es gut läuft, das erzählt nicht jeder und er dankt vor allen Dingen auch nicht jeder, aber wenn es schlecht läuft, das sind die Leute immer ganz laut, das sind sie sofort da. Auf den Punkt. Ja, und dann kriegt man hier eine Bratpfanne nach der anderen gegen den Kopf, aber wie gesagt, wir haben ein dickes Fell, wir können das ab. Das ist auch okay, wir sind da auch kein Böse. Ich weiß doch selber, wie das war. Ich habe früher auch mal so getradet, habe auch mal mit vollem Kopf durch die Wand gewollt und
Immer wenn es scheiße lief, wenn der Mark genau das nicht gemacht hat, was ich wollte, hat er auch immer reingeklopft und in die großen Positionen rausgeholt. Na, oder vielleicht nochmal Geld nachgeschossen. Weil ich mir dachte, na, den Wichser, den kriegst du jetzt aber hier. Das nicht mit mir, mein Freund. So bin ich auch früher rangegangen. Hat mir nicht viel gebracht. Könnt ihr euch gerne mal bei mir auf der Seite da das Video angucken. Da habe ich mal ein bisschen reflektiert über die alten Zeiten. Aber so klappt, so funktioniert es halt einfach nicht. Also das habe ich gelernt. Aber das muss jeder für sich selber lernen. Und besser, man lernt es früher als eben später. Aber gut, wir machen mal Analyse weiter. Also, was haben wir jetzt hier? Wir haben Donnerstag, wir haben Monatsauftakt. Wir erinnern uns, Monatsauftakt bringt Geld rein. Wir erinnern uns, letzten Wochen, wie war das? Montag, Dienstag, Mittwoch runter, Donnerstag vielleicht nochmal neues Tief, dann hart hoch, Freitag lang. Ganz typisches Bild die letzten Wochen gewesen, außer einen Freitag, das war die Verfallswoche. Da ging es Freitag richtig nach unten. Das nehmen wir jetzt erstmal in den Hinterkopf. Weiterhin haben wir im Hinterkopf, Donnerstag schlagen auf zur Seite. Und dann merkt ihr, wir fangen wieder an, ein kleines Konglomerat von Regelmäßigkeiten zu formen. Eure Aufgabe dann ist es früh, nicht früh 8 Uhr zu sagen, ich gehe long oder short, weil der Martin hat das eine favorisiert oder das andere, sondern eure Aufgabe ist es früh zu gucken, was von dem, was wir erzählt haben, macht er denn gerade? Was passt da gerade schön dazu? Und dann handle ich das mit. Zeigt es sich nämlich jetzt hier bullisch, gehe ich davon aus, dass wir in die 600, in die 670 zurücklaufen. Das ist jetzt Rücklaufbereich. Aus der Zone kann sich der DAX deutlich das Genick brechen, eindrehen und wieder runterschrubben. Ich glaube aber, dass er erstmal an der 550 Probleme kriegt. Die 550 wird für mich dann so ein kleiner Maßstab. Sollte der hier hochkommen, runter auf 550 und wieder hochgehen, dann geht er durch. Dann war das alles wieder nur ein blöder Scherz von ihm, ein dummer Witz. Und dann macht er wieder hier hoch, dann geht er wieder an die 57. Ja, das heißt, das wird für mich sehr, 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 sehr wichtig. Wie geht er mit diesem Rücklaufbereich um? Geht er nämlich durch die 670, dann ist das zu bullig. Dann ist hier oben das Tageshoch bei 710 vom Mittwoch und alles, was darüber ist, ist klar positive Chartlage. Ja, auch wenn der eine mit dem Kopf schüttelt für dieses Hin und Her. Aber deswegen machen wir eine Analyse für die nächsten 14 Handelsstunden. Das ist dann eine Chartanalyse für den Donnerstag und auch nur für den Donnerstag. Was erwarten wir zum Donnerstag? Ja, so, wenn ich heute sage, es steigt, dann kann das Freitag auch schon wieder fallen. Ne? Das verkennen immer manche. Die glauben immer, sie gucken eine Tagesanalyse und da wird dann der ganze Monat prognostiziert. Das kann ich doch gar nicht. Ich weiß nicht, was kommt. Ich habe gerne eine Glaskugel. Ne? Aber was ich euch mitgeben kann und was ich auch selber sehr gut nutzen und anwenden kann, sind einfach diese Regelmäßigkeiten, die immer wieder auftreten. Wie zum Beispiel, wenn wir sagen, wenn er hier drunter geht, dann macht er die 550 wieder ran und dann geht er auch auf die 640 und dann läuft er zurück auf die 600 und puff, was macht er? Genau das. Das sind Regelmäßigkeiten, immer wieder, weil es ist ein Fehlausbruch gewesen. Und Fehlausbrüche reagieren im DAX immer wieder ähnlich. Es ist immer wieder fast das Gleiche. Ja, und von daher hat das schön geklappt, wenn man denn zeitig genug umgeschalten gekriegt hat. Ich hatte den Eindruck, bei uns im Chat hat das super geklappt, aber wir haben auch Einzelne gezeigt, die halt die Analyse geguckt haben. Zwei Worte rausgeholt haben, noch super positiv, 15,9440 und das hat für die dann vollkommen gereicht, um zu sagen, dass die Analyse das Schlechteste war, was sie seit eh und je gesehen haben und ich doch bitte nicht damit weitermachen soll. Das meinen diejenigen auch morgen wieder anders, aber ne, versucht besser zu sein als die anderen. Versucht besser zu sein als 90% der Verlierer. Allen wird man nicht, auch ich kann nicht alle retten, das weiß ich auch. Aber ich gebe die Brotkrumen, ich streue die hin. Wer sie aufhebt, das müsst ihr selber entscheiden. Ich sehe jeden Tag die Leute, die es nicht schaffen und viel, viel mehr, die es nicht schaffen. Und ich sehe die Leute, die es schaffen. Ich kann euch da die Hinweise geben, was machen die Leute, die das schaffen, die erfolgreich werden, die Geld rausholen, die regelmäßig Auszahlungen schaffen. Und ich kann euch sagen, was machen die Leute, die immer wieder einzahlen. Die Leute, die irgendwann auch sagen, sie müssen mit Trading aufhören, weil sie zu viel Geld verloren haben. Ich kann euch das geben. Aufnehmen müsst ihr selber. Das müsst ihr entscheiden. Ja? So, Punkt. Also, wir haben darüber gesprochen. 600, schöner Rücklauf. Wir haben noch nicht darüber gesprochen. Die 510 ist jetzt für mich so eine untere Kante. Ne? 510 ist für mich der Punkt, wo ich sage, von dort kann er nach oben zünden, wenn er kurz runter startet und wieder hochzieht. Wird er runter starten, 510 und hochziehen auf 600, kann er zum Nachmittag durchgereicht werden. Das würde gut passen. Es gibt nämlich nicht viel, was hier drauf jetzt passt, weil das ist ein Dreieck hier zum Schluss. Es gibt ja nicht viel, was da drauf passt. Passen würde, kurz runter, hoch an die 600, unten lang raus. Das würde gut passen. Was passt nicht gut? Hoch und von hier unten komplett runter durch. Das würde nicht ganz koscher sein. Das würde nicht ganz gut reinpassen. Also, wenn er direkt mit Aufwärtsgap reinkommt, hier oben reinrennt, dann geht er auf die 55 und wahrscheinlich hier rein. Ja, das wäre dann eher sowas. Ja, würde dann auch auf die letzten Wochen passen, würde auf den Monatsauftakt passen, auf das Geld, was reinkommt und so weiter und so fort.
Was aber auch gut passen würde, wäre Abwärtsgap und gerade durch bis 4,15. Und dort passt auf, weil dort kann das passieren, was wir ganz oft die letzten Donnerstage gesehen haben. Harte grüne Stundenkerze und lang. Und wenn ich sage lang, dann schafft er von hier unten 600, 670 auch noch am Donnerstag. Ja? Deswegen passt mir hier ein bisschen auf. Was müsste er machen, um unten rauszukommen? Er müsste machen, Abwärtsgap runter, flach zur Seite bleiben, unterhalb von dir 4,65 bleiben, flach zur Seite runter und dann Stück für Stück sich träge runterkleckern. Keine Angriffsfläche für grüne Kerzen geben, wenn eine grüne Stundenkerze reinkommt, direkt eine rote dahinter. Wenn er sowas macht, dann schafft er auch eine 2,70 zum Donnerstag, dann schafft er sich richtig durchzuziehen, muss ich aber da wirklich Mühe geben. Das wird schwierig, das wird schwierig zum Donnerstag Fuß geben, auch wenn ich jetzt zum Beispiel bei TradingView die Chartlage wieder auf negativ stellen werde. Ne? Weil der ist jetzt wieder unter diesem Rücklauf, das ist ein Fehlausbruch gewesen und wir haben ein tieferes Tief drin, negativ. Ja? Genauso allerdings, wie das vorher positiv war und den Tag vorher negativ hat, man genau das Gegenteil gemacht. Ist kein Garant dafür, dass er auch wirklich fällt. Ne? Er muss es auch bestätigen. Er muss die Kerzen in die Richtung zeigen. Ja, kommen hier nur grüne Kerzen, muss man nicht sich short verausgaben. Ja, kann man probieren an bestimmten Stellen, aber man muss sich nicht verausgaben. Okay? So, also das wäre die Variante, um unten rauszukommen. Flach liegen bleiben, flach zur Seite, grüne Kerzen auskontern. Dann schafft er 2,70 zum Donnerstag. Mir ist ganz wichtig die 4,15. Das ist so eine Stelle, von der ich glaube, dass er hart nach oben zünden kann. Ja, harte grüne Kerzen. Und wenn die kommen, ich glaube, ich würde eher Short erstmal dort dann punktuell kurz reduzieren. Kommt dann doch wieder Schwäche rein, kann man wieder aufbauen. Aber das wäre einfach zu verdächtig im Vergleich mit den ganzen letzten Wochen, dass er von dort halt wirklich lang rauskommt. Und ansonsten hier oben, wie gesagt, das ist ein Short-Bereich jetzt, die 600 bis 670, vielleicht 620 bis 670, sagen wir es mal eher so, ist ein Short-Bereich, aber auch dort sollte man eine rote Stundenkerze abwarten, die nach unten kommt halt. Ne? Also nicht einfach dagegen stellen, wenn hier harte, lange grüne Kerzen durchsteigen, im Zweifel steigen die bis 710, konnten an dem vorherigen Tag aus und dann sitzt man wieder da und denkt sich, was war das? Ne, hat man auch nichts gekonnt. Ja, von daher dort schön aufpassen, dass man auch das Signal dann nimmt und dann sollte man nicht viel Grund haben, am nächsten Tag böse zu sein, weil das wird klappen halt. Ne? Also der Donnerstage sind im DAX eigentlich immer sehr saubere Tage. Da reißt es sich oft zusammen halt. Ne? Also da bedient das schon immer, der ist ja sehr regelkonform. Ne? Das sind nicht viele Donnerstage, die aus dem Raster springen. Das ist vielleicht mal einer von 10, wenn nicht gar noch weniger. Von daher sind das eigentlich die Tage, an denen viele auch immer gut zurechtkommen, aber es ist eine hohe Volatilität, viel Bewegung, Spielraum. Da sollte man konzentriert bleiben, sonst wird man überrannt halt. Ne? Okay, noch Fragen? Nee. Hm? Also ich denke, wir haben das soweit durch. Unten, wie gesagt, da braucht ein Schluss unter 5,10, um rauszukommen. Wird dann die 4,15 erreichen, muss dort flach zur Seite bleiben. Kurze Rückläufe, nicht höher als 4,65 zurück. Dann geht es tiefer. Ja, und ansonsten wird er auch passen. 5,10 anstarten, hoch auf 600, dann runter, das würde auch gut reinpassen. Und wenn er sich zu sehr hier oben rumtummelt, dann wird es schwieriger unten. Ich glaube, dann kann es auch sein, dass ein Tagestief an der 5,50 schon bleibt halt, ne? Und er hier eher oben rumturnt dazwischen, einfach hin und her macht. Okay, also das dazu. Und wie gesagt, geht nochmal ein bisschen in euch. Es ist ein schöner Beispieltag gewesen, wie man reagieren, wie man auch mit einer Analyse umgehen sollte. Ne? Es gibt nämlich keine Garantie, dass ich jeden Tag richtig liege. Es gibt auch nie eine Garantie, dass der DAX immer das macht, was wir wollen. Und es kann auch mal sein, dass der DAX einfach mal 1000 Punkte an einem Tag nach oben springt oder nach unten fällt. Habe ich leicht schon miterlebt. Und völlig aus der Unerwartung raus, mitten am helligsten Tag, fängt das Ding einfach an, 600 Punkte aus dem Stand nach oben oder aus dem Stand nach unten zu fallen. Und man muss in solchen Situationen richtig reagieren und vor allen Dingen auch offene Positionen abgesichert haben, damit einem nicht alles um die Ohren fliegt in so einem Moment. Das ist wichtig und das muss man lernen. Manch auf die harte Tour, manchen reicht es, wenn ich das oft genug erwähne. Ja, und schütze ich die vor zigtausenden Verlusten. Einfach nur, weil ich das jeden Abend hier ins Video reinquatsche. Na, und das ein bisschen präsenter mache. Und von daher seht mir das nach, auch dass ich meine eigene Meinung äußere. Ich denke, das machen die Videos aus. Und ich behalte das auch bei. Also, jeder, der da jetzt was anderes fordert, weiß ich nicht. Das ist. Ich glaube, das geht ein bisschen am Thema vorbei. Aber da sprechen auch zu viele Emotionen dann raus. Und die kommen in der Regel immer aus Verlusten. Ich mache hier aus, wünsche euch viel Erfolg. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschö.